Damit auch in der kalten Jahreszeit das Reinigen und Desinfizieren von Bioabfalltonnen möglich ist, hat das Entsorgungsunternehmen Höppberger einen fahrenden Alleskönner entwickelt. 385.000 Euro sind in die Entwicklung zum Entleeren, Waschen und Hygienisieren von Biomüllbehältern geflossen. Der Reinigungsvorgang erfolgt dabei in einem geschlossenen System mit Warmwasser. Auch im Sommer kann das neue System zum Einsatz kommen. Durch das Anpassen der Außen mit der Wassertemperatur kann die Energie bestmöglich genutzt werden. Die Gemeinden im Tiroler Oberland nehmen die neuen Fahrzeuge gut an. Nach 6 Monaten sind sie bereits zu 80% ausgelastet.